Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Luxury Box eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Juli in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Luxury Box ist eine Beauty-Abo-Box und die erscheint nicht so häufig, kostet dafür ein bisschen mehr. Also die kostet zwischen 39,95 und 49,95, je nachdem welche Abo-Form du wählst. Und ich kriege immer so einen Flyer mit dabei, weil es eine Kooperation ist. Ich darf auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und hier steht drauf, liebe Claudia, mit dieser Box startest du glanzvoll in deinen Sommer. Wir wünschen dir viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken. Sonnige Grüße, Maria vom Luxury Box Team. Liebe Maria, ich hoffe, bei euch ist auf jeden Fall schöneres Wetter. Hier im Norden von Deutschland ist es nicht schön. Es ist wirklich kalt, deswegen habe ich auch heute ein Flauschi-Oberteil an. Mir ist echt kalt. Es ist zwar bauchfrei, aber es ist halt obenrum Flauschi. Es ist so kurzärmlich, kommt von GK. Und auf jeden Fall ist es hier relativ frisch, um das mal so zu sagen. Ich hoffe, dass der Sommer aber noch kommt. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Gut, wir gucken jetzt einfach mal in die Box rein. Die ist witzigerweise nicht innen mit einem Schleifchen verschlossen, sondern außen. Das hebt die Luxury Box doch ein bisschen ab und sie ist etwas schwerer. Auf dem Paket stand 1,4 Kilo. Und jetzt mache ich mal das Schleifchen auf und diese Bänder bewahre ich auf für die liebe Judith. Die stellt nämlich selber Abschminkpads her und die kann solche Bänder immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und da ich ja einige Beautyboxen bei mir beheimaten darf quasi, denn ich öffne hier einige Boxen auf diesem Kanal. Wird sie sich freuen, wenn sie demnächst mal von mir ein ganzes Paket nur mit Schleifenbändern bekommt. Genau. So. Große Box. Schwere Box. Wir öffnen die Box. Ein Deckel mit mattschwarz innen drin. Es ist immer so ein ganz luxuriöser Moment, weil die Box halt auch nicht so häufig erscheint. Und dann fühlt man sich immer so ein bisschen spezieller, finde ich, ne? Es ist aufregend. Das steht hier auch drauf. Viel Luxury. Passend zur Box. Und ja, ich rieche erst dran. Leicht zitrisch und ein Hauch von Papier natürlich. So, da haben wir dann einmal hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und den ersten Blick in die Box. Und da lacht mich schon ein Produkt an. Oh mein Gott, okay. Ich schaue mal, ob ich hier irgendwas... Nee, da müssen wir aufpassen. Genau, weil in diesem Heftchen stehen dann tatsächlich auch in dem Vorwort, sage ich jetzt einfach mal, ein paar Teaser-Produkte. Und ich möchte ja eigentlich unvoreingenommen diese Box öffnen. Und hier haben wir als erstes von Jungglück das Vitamin C Serum, eine Gesichtspflege mit 50 Millilitern. Ich habe zwar immer ein bisschen Angst, was Vitamin C und Fruchtsäure und so weiter an meiner Haut so angeht. Ich habe aber gehört, dass dieses Serum mega geil sein soll. Da ist es dann auf jeden Fall mal ein Test wert, sich das Ganze mal anzuschauen. Die ganzen Inhaltsstoffe und Informationen dazu findest du in dieser Verpackung drin. Das sieht man, wenn man das Produkt rausnimmt. Da ist ganz viel drin geschrieben. Hier hast du auch so eine Perforation, beziehungsweise du könntest die hier aufschneiden. Und hier haben wir einfach das Serum. Das sieht wirklich schön aus, ne? Das ist so eine schöne Pipettenflasche. Und das wird... Entschuldigung. Trockene Luft hier. Das wird demnächst auf jeden Fall mal ausgetestet. Da bin ich wirklich gespannt drauf, weil die Marke Jungglück wird auch aktuell meiner Meinung nach so ein bisschen gehypt, ne? Bin ich auch echt gespannt drauf. Ich kann ja mal schnell gucken, ob ich hier... Ja, das Vitamin C Serum versorgt ihre Haut mit Feuchtigkeit und eignet sich ideal zur Pflege von Falten und Pigmentflecken. Im Produkt wird ein wasserlösliches Derivat der Ascorbinsäure verwendet, welches in Kombination mit Aloe Vera eine leichte Serumtextur bildet, schnell einzieht und ein angenehmes Hautgefühl hinterlässt. Unreinheiten werden spürbar verbessert und ihr Teint wirkt dadurch ausgeglichen und strahlend. Sie können das Serum morgens und oder abends in ihre Routine integrieren. Tagsüber schützt es ihre Haut vor äußeren Einflüssen und abends kann sie den Wirkstoff besonders gut aufnehmen. Wichtig ist, dass sie ihre Haut mit einer Reinigung auf das Serum vorbereiten. Wenn sie mögen, verwöhnen sie auch gleich ihren Hals und ihr Dekolleté mit einer extra Portion Vitamin C. Und dieses Fläschchen kostet 30 Euro. Wow.
Ich würde das tatsächlich eher weniger morgens verwenden, muss ich gestehen, weil Vitamin C morgens doch immer so eine Sache ist, ne? Da muss man immer aufpassen mit der Sonne, glaube ich. Ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und zwar von Aveda Rinseless Refresh Micellar Hair and Scalp Refresher. Das ist ja interessant. Für Haare und Kopfhaut ein Sprühding. Für die Haare und gut schütteln. Für die Kopfhaut das Haar teilen, Flasche 10 bis 15 cm von der gewünschten Stelle halten. Nach Wunsch auftragen und einmassieren. Zur Erfrischung des Haars aus einer Entfernung von 15 bis 20 cm das Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen befeuchten. Nach Wunsch stylen. Okay, ja, und das soll einfach die Haare refreshen. Also ich habe jetzt gestern Abend geduscht und jetzt haben wir es schon 5:30 abends. Könnte man denen einen Refresh geben? Wir gucken mal. Also theoretisch müsste man das. Muss ich das drehen oder kann ich. Nee, ich kann nicht einfach. Oder? Nee, da kommt ja nichts, ne? Aha. Warte. Guck, da kommt was. Riecht übrigens nach frisch vom Friseur. Irgendwas hat es auch noch mit dabei, vom Duft her. Aber es ist sehr chemisch, ne? Also ich habe ja jetzt auch relativ lange Zotteln, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, das einfach mal zu verwenden, um die Haare wieder frisch aussehen zu lassen. So. Sind halt jetzt ein bisschen feucht geworden, ne? Wahrscheinlich pflegt es einfach die Haare. Das macht, also sieht man wahrscheinlich nicht unbedingt einen Mega-Unterschied. Ich meine, ja, sie glänzen, aber das haben sie vorher ja auch schon getan, ne? Jo, also wird dann einfach ein Refresher sein. Klebt jetzt auch nicht oder so? Nee. Nee. Ich glaube, das stelle ich mir einfach ins Badezimmer, wenn ich dann von der Arbeit komme, dass ich mir das einfach auf die Haare dann aufsprühe und dann habe ich einen Refresh. Vielleicht gerade so im Sommer eine ganz coole Geschichte, wenn du ja auch Sonne drauf gekriegt hast und dann sind die Haare auch gerne mal so trocken und strohig, ne? Ich glaube, da kommt das dann richtig, richtig gut. Jetzt habe ich ja nicht so allzu viel meine Haare über den Tag strapaziert bei dem Wetter. Schüttet hier wie aus Eimern. Okay, ja, aber finde ich cool. Das wird auf jeden Fall verwendet. Und dann haben wir hier von Forever Young Lash and Brow Wonder. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Das ist halt ein Wimpern- und Augenbrauenserum. Das habe ich schon mal verwendet. Ich kann mich aber nicht dran erinnern. Oder ich habe es noch bei mir liegen, dass ich das irgendwann mal verwenden möchte. Mache ich jetzt auch nicht auf, weil das macht wenig Sinn. Ich habe aktuell eins in Anwendung von Je L'Oréal Lash. Ja, genau. Und das hält auch immer so ungefähr ein halbes Jahr. Und dann mache ich halt auch immer erst ein neues auf, weil alles andere ist irgendwie verschwenderisch, finde ich. Das kommt von Asam Beauty. Ne, also das kann man ja auch online kaufen. Steht hier noch irgendwas mit drauf? Nö, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass hier auch draufsteht, wie lange man sowas offen haben darf. Normalerweise so, hier steht es, 6 Monate, genau. Innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen und es passt bei mir auch tatsächlich immer ganz gut. Deswegen mache ich das jetzt nicht vorher auf, bevor mir das während der Anwendung kippt. Das wäre ja ziemlich ärgerlich, ne? Ist aber auf jeden Fall ein Wimpernserum. Ja, das finde ich klasse. Wimpernserien finde ich auch sehr sinnvoll. Bei mir funktionieren die ganz gut. Am Anfang merkt man da nicht allzu viel von. Einfach immer am Ball bleiben. Und ich verwende mein Wimpernserum jetzt auch tatsächlich nur noch zweimal die Woche, weil ich das jetzt ja auch schon eine ganze Weile immer wieder durchgenommen habe, ne? Und dann reicht es irgendwann, dass du es nur noch zweimal die Woche machst. Genau, so. Ja. So viel dazu. Dann haben wir hier Aufbaupflege Lippen, Replenishment Lip Care, Feuerstein, Essentials in Switzerland. 10 ml sind hier enthalten. Jo, das ist ein Tübchen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ja, ist einfach eine Lippenpflege, ne? Finde ich cool. Doch. Ja, das ist eins so zum Rausdrücken. Ich habe jetzt aktuell sowohl eins am Bett stehen zum Rausdrücken, als auch in meinem Badezimmer. Deswegen werde ich das jetzt erstmal noch nicht anbrechen, wenn noch nicht eins von den anderen beiden leer ist. Denn auch sowas hat einen MHD und zwar darf man das nur 6 Monate offen halten, ne? Muss man immer dran denken, aber das finde ich ganz gut. Ja, Lippenpflege kann man sehr gut gebrauchen. Man sieht das jetzt auch. Ich habe einfach einen Lipgloss heute drauf gemacht. Ich habe aktuell auch sehr schön gepflegte Lippen. Ich bin da sehr stolz drauf. Genau. Ein Hoch. Das war meine Heizung. Ich weiß nicht, warum die gerade geknackt hat. Gut, dann gucken wir jetzt mal weiter. Und zwar von Aveda Be Curly Curl Enhancer. Das ist ein, ja, für lockiges und welliges Haar. Ich habe keine Locken und ich habe keine Wellen. Ist nicht schlimm. Meine Schwägerin in Spee hat sowas. Die wird sich garantiert freuen. Das macht das Ganze shiny, also strahlend.
großzügig auf das feuchte Haar auftragen, Haar natürlich trocknen lassen oder für zusätzliches Volumen und mehr Locken oder Wellen mit dem Diffuser föhnen. Ja, das bekommt meine Schwägerin in Spee. Die wird sich freuen, hoffe ich. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ich kann ja mal dran riechen kommen. Wir riechen doch einfach mal dran. Riecht angenehm. Da ist jetzt gerade was rausgeploppt, deswegen sehr zart. So ein bisschen nach grünem Tee tatsächlich. Also ich finde es ganz angenehm. Und das hat so eine milchige Konsistenz, wie halt so ja, Haarprodukte das so haben. Ne? So, machen wir jetzt aber erstmal hier vom Finger ab, denn sonst schmodder ich ja alles voll. Alto Belli. Ja, dann haben wir hier noch ein letztes rosanes Ding drin. Das ist von Christian Berlin oder Christian Berlin Iris. Ein Elixier. Ja. Wir gucken mal eben kurz, was das ist. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Schönheitskur. Das finde ich dann ja immer so, ich finde, wenn du so ein Fläschchen trinkst, du bist ja nicht automatisch verändert dadurch, oder? Einmal täglich eine Trinkampulle vor Gebrauch gut schütteln. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Zink, Selen, Mangan, Kollagen, Peptiden und Hyaluronsäure. Ja, ne, und da hast du hier von 5 Stück drin. Ja. Ja, meistens brauchst du halt echt eine ganze Ecke von den Dingern, bevor du halt irgendwas merken kannst, ne? Deswegen haut mich das jetzt nicht so vom Hocker. Ja. Gut. Wir gucken mal, was das machen soll. Das innovative Iris oder Iris Elixier von Christian Berlin oder Christian Berlin vereint die Präzision der Wissenschaft mit dem Wissen und Wohlbefinden und Luxus zu einer einzigartigen Markenphilosophie. Schönheit von innen heraus. Ja, das unterstütze ich auch. Im Sinne von die Seele des Menschen und Glückseligkeit in dem Sinne und gesunder Ernährung, aber ich weiß ja nicht. Okay, aber es ist ja aktuell auch so voll im Trend, ne? Eine zukunftsdefinierende Komposition aus wertvollen Aktivstoffen wie Kollagen, Hyaluronsäure, COQ10, Selen und Zink wirkt harmonisch, stark pflegend und natürlich verfeinernd. Das Iris-Elixier ist ihre tägliche Dose Schönheit, 30 wohlschmeckende Trinkfläschchen für Genuss und Luxus, ganz nach ihrem Geschmack. 30? Also du brauchst da quasi 30 von. Und das würde 119 Euro übrigens kosten, wenn du 30 davon nimmst. Nur mal so, für einen Monat. Jo, Verjüngung beginnt unter der Haut und lässt ihre Schönheit von innen heraus strahlen. Erleben Sie die Kraft kostbarer Nährstoffe und entdecken Sie, Mensch, ich kann das gar nicht mehr lesen, weil ich so eine leichte Abneigung habe. Und entdecken Sie wahre Ausstrahlung mit Iris, dem innovativen Elixier von Christian Berlin. Ja, hat einer von euch schon mal sowas verwendet? Sowas? Und irgendetwas davon gemerkt? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich sowas in den Boxen halt drin habe, ne, ich schmeiße das ja nicht weg, ich trinke das dann auch, ich probiere das ja auch, ich werde das jetzt auch probieren. Zum einen merke ich natürlich nichts davon und zum anderen, ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Schreibt mir das mal. Und ich trinke es halt, weil es meistens halt auch okay schmeckt, ne, so nach Sanostol oder so. Riecht jetzt auch so ein bisschen nach O-Saft. Probieren wir mal. Schmeckt lecker. Das schmeckt richtig lecker. Aber es ist halt, ne? Etwas sehr Teures, was sehr, sehr lecker schmeckt. Mm. Jo. Das war jetzt tatsächlich auch schon die Luxury Box. Ich persönlich fand, um ehrlich zu sein, dass die Box ein bisschen wenig gefüllt war. Wir haben das öfter sonst mal, dass halt mehrere Produkte drin sind, weil so haben wir ganz schön viel Trüffelpapier drin. Und die war schon mal praller gefüllt, finde ich, ne? Das ist natürlich jetzt auch Meckern auf sehr hohem Niveau, weil wir jetzt natürlich auch sehr hochpreisige Produkte hier drin haben, ne? Das nur so. Aber es ist halt meine Meinung, dass ich halt einfach empfinde, dass da halt vielleicht das ein oder andere Produkt mehr hätte drin sein können. Die dekorative Kosmetik wurde natürlich damit abgebildet, dass man hier ein Wimpernserum bekommt, um halt quasi
unterstützend für die dekorative Kosmetik zu sein, genauso wie auch die Lippenpflege. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, dann hast du eine Gesichtspflege, du hast zwei Haarpflegeprodukte und Schönheit von innen heraus. Vielleicht einfach noch ein Körperprodukt mit rein und dann hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr gefreut. Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass wir auch werttechnisch recht hoch liegen werden wieder. Aber trotzdem, irgendwie hat mich diese Box nicht ganz so gecatcht. Also das, was mich am meisten gecatcht hat, ist natürlich dieses Serum von Jungluck, weil das halt aktuell auch sehr gehypt wird. Das wollte ich mir halt mal anschauen und ja, ne? Aber das ist halt jetzt so einfach nur meine persönliche Meinung. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, weil ich ja hier leider keine Abstimmungsfunktion mehr habe. Das ist ein bisschen schade. Und ja, wenn dir das Video an sich gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!